Ach ja, ich habe meinen Hut hier. Wuhu, für den Hut. Obwohl, eigentlich ist das das Beste. Und deshalb macht es nicht. Doch, okay. Ja, ich bin auch froh, wenn ich keine Eier mehr in Animal Crossing sehen muss. Wir haben Rom das letzte Mal besiegt. Und jetzt haben wir den ganzen Scheiß an der Backe mit Pale Blood Moon, ne? Hier hat sich übrigens auch der Himmel geändert, nicht nur in Janem, ne? Dezent, dezent. Ja, hier war es immer schön hell. Der Himmel ist bloß leider nicht mehr so schön wie er war. Ja, auf jeden Fall eine interessante Kombi. Ja, ich hoffe, dass du jetzt dann ein bisschen Ruhe hast, Nixer. Ich weiß gerade nicht so genau, was wir machen. Ich versuche jetzt mal wie heißt's? Jahagul. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Ansonsten haben wir. Wir haben Kanehurst, wo wir hin können. Und wir hätten Nightmare Frontier, wo wir hin könnten. Also. Pebble. Ja. Ist ein gutes Wort. Ich kenne jemanden, dessen Hund heißt Pebble. Das ist ein ganz cooler Tiername, tatsächlich. Ah, Grüße zurück. Das heißt wohl, dass er heute nicht da ist. Ja, Ostern halt, ne? Wie ist denn die Lautstärke mit dem Spiel? Also für mich ist es ein bisschen leise, aber das ist immer okay. Ich habe immer das Gefühl, dass die PlayStation recht laut ist, deshalb muss ich es immer ein bisschen runterdrehen. Lasst mich wissen, wie gut oder schlecht das ist, wenn wir den getöten. Ich sollte minimal lauter sein als das Spiel. Ist gut. Natürlich haben wir das. Wir wiederholen uns hier immer. So wie Curbs in ihrem Chat ständig sagt, wie geil Alice im Wunderland ist. Wie gut sie das Spiel findet. Das ist okay. Ach, ihr lebt ja jetzt auch wieder. Sounds finished. Okay. So, YOLO. Erstmal hier. Fresse, Alter. So, jetzt haben wir Ruhe. Ja, Pebble läuft gut von der. Können wir aufmachen? Oh ja. Rollt gut. Bold Damp Blood Gem. Okay. The Mensis Ritual must be stopped, lest we all become beasts. Okay. Stream und Anime gemeinsam. Schwierig. So fühle ich mich bei Yoga auch immer.
Also hier müssen wir immer so Passagen ein bisschen rushen. Um diese Bell Ladies zu killen. Und dann haben wir Ruhe. Ja, einigermaßen, also Ruhe. Dann können wir die töten und dann bleiben sie auch tot, sagen wir es mal so. Nicht, ob der uns nicht greift, wenn wir hier an der falschen Stelle stehen. Deshalb lassen wir die einfach mal am Leben. Ja, ich muss jetzt auch wieder gucken. Also wir sind jetzt in dem Teil von Bloodborne, wo ich auch nicht mehr so alles auswendig weiß. Weil Late Game halt einfach nicht so oft angefangen habe. Later Game. Aber es wird schon irgendwie hinhauen. Wird schon irgendwie. Ich denke, jedes Mal ist eine Kiste. Ach ja, da muss ich einmal durchrennen, ne? Quasi. Ja, geil. Serpentine maneuvers. Find's gut, wie die so ein bisschen gestunlockt sind, wenn die Lady stirbt. Das kommt mir immer sehr entgegen. Oh, ein bisschen mehr Licht, hä? Ist immer noch so leise für mich. Jetzt müsst gehen. Das ist wahrscheinlich zu laut. Ja. Und hier ist übrigens. Ach ja! Mal kurz was gucken. Ja! Ich habe meinen Krug ja aufgefüllt. Geupgradet von dem. Mir ist nichts Besseres für den Bit-Emote eingefallen. Fürs Cheeren gibt's ja, kann man jetzt Emotes bringen und da fand ich Cheers eine ganz gute Idee. Das Problem ist, man muss halt mindestens 1000 Bits gecheert haben, damit man das bekommt. Das finde ich ein bisschen happig. Deshalb habe ich auch keine weitere Stufe gemacht für 5000 oder 10.000. Ich glaube, es sagt mal 5000 sind, glaube ich, 70 Euro. Ist eine Ansage. 1000 ist ja schon. Nee. Halt. Er, was macht denn er nochmal? Visceral grants more blood echoes. Okay. Biergulasch. Ich könnte generell mal Gulasch wieder essen. Das ist nur für eine Person Gulasch machen, ist halt bescheuert. Deshalb. Aber ja, generell hätte ich mal wieder Bock auf Gulasch. Das ist eine gute Idee. Und fertig kriegt man halt kein besonders gutes. Ja, einfrieren geht. Das stimmt wohl. Ja, das gilt auch rückwirkend. Also Kraken sollte den Emote haben. Ich meine, ich habe kein Problem, große Mengen Gulasch zu fressen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich scheue halt die Arbeit immer. Das ist so das größere Problem. Das ist generell das Problem, für eine Person zu kochen. Ziemlich egal was. Aber es gibt Sachen, die sind dann halt nochmal so ein bisschen. Bisschen mehr, da gehört Gulasch definitiv dazu. So, da sind die ganzen Ladies. Ich finde für eine Person kochen immer ein bisschen
deprimierend, sagen wir es so. Ja, jetzt. Wimmelt ihr ruhig, das ist okay. Ah! Ja doch, eins weiter runter darf ich, okay. Oh, hallo! Dich habe ich hier nicht erwartet. Also, ganz und gar nicht. Dich leider schon. Ja, falsche Richtung gedodged. Alter. Geh mir da auf den Sack. Wow, fuck. Ja, einmal in die falsche Richtung gedodged. Ja, ich habe auch nur so ein, die untere Hälfte meines Kühlschranks ist Gefrierfach. Das reicht im Regelfall. Aber generell bin ich ja eh faul, was Kochen angeht. Wenn ich dann noch für mich allein, dann ist es halt, wie gesagt, nochmal diese... Ja. Er kommt halt hoch. Ach, scheiße, jetzt bimmelt er wieder. Ah, dann rennen wir halt durch. Machen wir das Ganze halt nochmal. Das ist okay. Oh. Shut up! So. Ja, die Trolle sind halt das Schwierigste hier in der Region. Gefolgt von den... Später den Kack-Laserstrahlen hier. Das wird nochmal witzig. Jetzt kann ich hier nur... der wenigstens sofort auf die Fresse geben. Oh, der Opa lebt noch? Nee, ich wollte schon sagen. Carbonara. Das kann man auch eher mal machen. Das ist nicht ganz so viel Arbeit. Also, kommt immer noch drauf an, wie man es macht, aber das kann man noch einigermaßen. Hau mal erstmal dich kaputt, bevor du mir auf den Sack gehst mit deinem Gemöbel. So. Jetzt habe ich die Chance verpasst, als er gestunt war. Wow, Reichweite. Ich glaube, das ist mein Problem. Ich hatte schätzte Reichweite. Ich weiß nicht, Zwiebelschneider, hatte ich mal einen? Der müsste auch nur rumfliegen hier. Aber den sauber machen finde ich nerviger als Zwiebeln schneiden, bin ich ganz ehrlich. Was ich mir unbedingt mal kaufen muss, was ich immer und immer wieder vergesse, ist so eine Metallseife für nach dem Zwiebelschneiden. Die macht beides, die bufft und respawnt Gegner. Die Blödfoot. So, ich mache jetzt aber erstmal. Wo war denn der Alte? Auf welcher Seite? Okay. Auf dieser Seite. Ja, da ist er. Okay. So, mal gucken. Wenn ich Glück habe.
Wenn es mit dem Parieren funktioniert, ist alles Paletti. Aus Prinzip. Ja, yeah, okay, das sind halt auch dezent andere Mengen. Tiny Tonitrus. Was war das noch gleich? Das war noch... Ach, uninteressant, weil für Magic User. So, jetzt müssten die Damen auch ein bisschen mehr gechillt sein. Wir kommen gleich zu einer der härtesten Ecken im Spiel. Oh, wo sind denn die? Sind die alle da hochgerannt und jetzt stehen sie da hinten? Aha. Okay. Gut. Oder auch nicht gut. So. Was... Was sind denn? Ah, da sind sie. All the single ladies. Ich kann mir auch nie merken... Boah, wir sind doch 2, 3. Leck mich am Arsch. Wo der Laserstrahl jetzt noch gleich hinkommt? Super gefährlich, der kann mich auch, glaube ich, immer noch one-shotten. Obwohl ich ja Health ein bisschen gelevelt habe. Ich hatte ja heute Nachmittag tatsächlich nochmal ein bisschen 2 Level rausgegrindet. Und da bin ich in den Forbidden Forest und da ist mir aufgefallen, dass ich recht gut jetzt Schaden mache. Ich habe tatsächlich. Genau. Ein Bloodstone-Chunk gefunden noch im Wald. Der war hinter den 2 Knäulen an großen Schlangen. Ich glaube da. Oder entweder da oder da, wo die 3 Headache-Snakes waren. Den habe ich abgegriffen. Dann müsste ich jetzt dadurch bei 3 sein. Jetzt kann ich meine Waffe nochmal upgraden. Tja, so, kann ich dich nochmal? Okay. Mach nochmal deinen Laser. Ich glaube, da wo der Stuhl ist, bin ich sicher. Einigermaßen. Also kann ich bis hierhin... Ja, ich finde das immer sehr anstrengend. Hallo Lampe, schön, dass du auch da bist. So. Jetzt sind wir, wie gesagt, an dem Punkt, wo... wo es relativ heftig wird, weil hier unten in der Kirche jetzt 3 Hunter sind. Ah, der kleine Nightmare hat sich verzogen. Schade. Dann hauen wir uns den gleich. Ich glaube, wir gehen die Waffe wechseln, upgraden. Da wir die Etappe geschafft haben. Sicher ist sicher.
glaube, 30.000 reichen aber nicht zum Leveln. Danach brauchen wir 5. Ui weh. Gibt's hier was? Nee. I must. What is it? Du bist aber laut gewesen. Very well. Let me stand. Reicht genau, ne? Okay. Okay, Voice ist auch noch ganz weit oben. Vielleicht war sie deshalb so laut. Was kann ich denn verkaufen? Okay, sonst noch Leute Probleme mit Frames? Oder war das... Die Außen ist... Ich habe tatsächlich keine Benachrichtigung bekommen. Doch 1% droppt, aber das reicht nicht, dass es bei mir aufblinkt. Okay. Ja gut, solange es akzeptabel ist. So, was können wir denn verkaufen? Ah nein, wir haben doch... Das haben wir. Ui! Okay. Ja, ich denke, da wir fast alle dasselbe Internet-Provider haben, haben wir halt einfach alle gelitten. Ne, was macht denn 1? 3000. Ich habe gehofft, dass wir dann vielleicht direkt 2 kriegen können, 2 Level schaffen können. Blackwood... Gibt es irgendwas, was man verkaufen kann, was sich lohnt? Nein. Halt. Ich bin durch den Wind gerade. Multiple wäre auch gegangen, ne? So. Dann gucken wir mal, was uns da noch übrig bleibt. 10.000, okay. Farewell, good hunter. Oh nein. Ah, das kann ja auch etwas werden. Ausgangssperre in der Türkei. Ja, Twitch hat halt manchmal auch seine Probleme. Unabhängig von... So kann ich von hier aus einfach... Was bringt mir das Schwein? Das ist eigentlich nicht das, was ich hier machen wollte, aber okay. So, wie patrouillierst du denn?
bringt ja jetzt nicht genug. Ja, auch nicht, oder? Ach so, ja doch, das habe ich mitgekriegt. Dass das einfach nur dafür gesagt hat, dass jetzt alle auf einem Haufen sind und die Idee der Ausgangssperre einfach mit Füßen getreten wird, weil sich jetzt eh alle gekuschelt haben und infiziert haben. Ja, ja, das habe ich mitgekriegt. Ich habe es schon wieder verdrängt, weil das für mich schon wieder zu lange her ist. War das Freitagabend? Forbidden Woods wollten wir. Also egal. Wann es war, auf jeden Fall war es kontraproduktiv, sagen wir es mal so. Man war bei uns ja schon so. Aber wir hatten ein bisschen mehr Zeit, hat sich so ein bisschen mehr verteilt. Ein bisschen. Pebble! Ich brauche ein Pebble-Emote. Ja. Nachrichten schauen macht im Moment auch definitiv keinen Spaß. Also noch weniger als sonst. Tschüss! Arschloch. So, ich will nur in den nächsten Bereich nicht mit vielen Seelen gehen, deshalb farme ich das Level jetzt schnell aus. Falls das unklar sein sollte. Weil das wird messy. Punch and Blood Cocktail, okay. So. Jetzt haben wir wenigstens so, dass wir das Level auf jeden Fall voll haben. Ja, also die Backsteps sind schon unterhaltsam. Definitiv. Ah, eine Sekunde. Sorry.
Aber ja. So, Level. Welcome home. What is it? Very well. Let me. Ja, bei den Schweinen ist es am plakativsten, sagen wir es mal so. Habe ich irgendeine Rune, die ich upgraden konnte oder so? Nee, noch nicht. Okay, bis gleich. Ich gehe mich jetzt mal mit den Huntern prügeln. Manley weiß noch viel zu genau, was für ein Krampf das ist. Mein Kissen. Ich habe so ein schönes Nierenkissen an dem Stuhl, aber das ist runtergerutscht und jetzt bringt es nicht wirklich was. Naja, besser. Ich glaube, Sorrow ist noch nicht so weit, ne? Da hast du mehr gespielt, als mir bewusst ist. Ja. Zwei Stück. Sehr schön. Hat es gelohnt, den kleinen Pisser zu killen. Du lebst noch! Ach, leck mich doch am Arsch! Ja, so viel zum Parieren. Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein sehr guter Tag. Ich verstehe nicht, wann ich die Trolle parieren kann und wann nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist willkürlich. Der Stream motiviert dich. Sehr gut. Auf ein neues. Oh, der Hund hat meine Seelen. Echos. So, auf ein neues. Den Fehler, dass ich auf dich nicht oft genug drauf schlag, mache ich nicht nochmal. Die habe ich jetzt auch aus dem Weg. Ja, natürlich. Jetzt, wenn er irgendwo am Arsch der Welt ist, funktioniert's. Oh, schade, er verschwindet. Ich wollte gerade schänden. Das garantiert nichts Wichtiges, was da liegt, was der gedroppt hat, aber ich will es trotzdem haben. Das ist ein Satz, wo du auch nicht gedacht hast, dass du das so oft sagst, oder? So, jetzt sehen wir auch, dass die Laterne hier kaputt ist, weil die hatten wir ja eigentlich schon. Ist das noch dieselbe Note? Note? Nightmare Ritual Scribe a Newborn, ja. So, jetzt weiß ich nie. Einer ist unten auf den Treppen. Also, ich werde definitiv mehr als einmal hier sterben.
Das Ding ist, das sind drei Hunter, die im Regelfall auch mehr oder weniger gemeinsam pullen. Wenn ich es schaffe, einen zu killen, bleibt er tot. Deshalb. Will ich versuchen, die zu trennen und wenigstens einen zu killen. Aber das stellt sich immer so als schwieriger heraus. Scheiße. Ich hatte es mal richtig gut drauf. Ich glaube, ich versuche jetzt eher. Wenn ich andersrum gehe, kann ich den aber, glaube ich, nicht mit einer Visceral attackieren. Das glaube ich nicht, dass das hinhaut. Versuchen können wir es. Das war jetzt aber eben eh viel zu viel Panic Mode. Ich hasse es einfach. Aber. Wir haben nicht mehr viel, aber das können wir kaufen, das ist okay. Was, der andere lebt noch, wie praktisch. Okay. Leck mich doch am Arsch. Trolle. Bane of my existence. Leute, ihr könnt die Tippfehler meistens einfach. Ach ja, hallo. Unkorrigiert lassen. Also da. Ich denke, wir verstehen eigentlich alle, was gemeint ist, oft, oder? Ich soll einen Typo-Command machen. Was soll das machen? Du Spack, lern schreiben, oder was? Nein, kleiner Scheiß, ich will den anderen killen. Ja. Jetzt oder nie. Oh, Scheiße! Die Kanone! Ja, wenn du programmieren kannst, dann baue ich das Ding auch ein, aber ich habe keinen Nerv, mich mit Bots auseinanderzusetzen. Es ist einfach nur Kacke, weil jeder Bot irgendwie dann doch anders funktioniert.
Ich hätte ja auch gern sowas wie den Butt-Bot aus Curbs Channel, bloß halt für hier. So, einer weniger, das ist schon mal viel wert. So, der Arsch mit der Kanone. Ups. Die Tür sollte ich vielleicht erwischen. Na, kommt. Alter, Vater. Ja, ja, komm. Ist okay. Gleich kommt der andere mit der Kanone, wollte gerade sagen. Ja, also mit gelockter Kamera funktioniert das definitiv nicht. So, The Lost Art of Running Away. Aber wir haben ein weniger, das ist schon mal viel wert. Ja, Butt ersetzt wahllos alle paar Nachrichten Wörter mit Butt. Oder, nicht Nachrichten, oder Wörter, sondern teilweise auch einfach nur Buchstaben. Hab ich auch schon erlebt. Das mit Anti lässt sich sicher irgendwie einrichten, aber... Jetzt hat Dogge schon wieder meine Echos. Ein Clusterfuck heute. Deshalb wollte ich nicht zu Kanehurst, weil das einfach nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Gut. Meinst du, das ist wirklich... Ja, ich hatte ja Curbs eigentlich drum gebeten, dass es mir mit den Bots ein bisschen hilft, aber... Ja komm, den einen werde ich doch jetzt noch kaputt kriegen. Ah, wie ich Hunter hasse. Menschliche Gegner, ey.
Kann ich den parieren? Nope, nicht wirklich. Ugh. Oh shit. Solange er seine Kanone nicht auspackt, ist alles okay. That's what she said. Ich weiß. Nie. Die heilen glücklicherweise nicht. Das ist schon mal viel wert. Ah, jetzt, ne? Wenn es nicht mehr nötig ist. Ich bin bei dem mehrmals vom Dach gefallen, behaupte ich. Also, alles gut. Klar, Mark. So. Jetzt haben wir wenigstens ordentlich unsere Ruhe, haben ein Level rausgegrindet. Hätte ich die 11.000 am Anfang nicht verloren. Hätten wir mehr, aber okay. Ah, mein Stamina reicht genau nicht, um durchzupowern. Aber gut, okay. Hab ich? Fällt mir gerade ein. Hab ich Dark Beast Pal überhaupt gemacht hier? Nee, ne? Sehr cool. Dann würde ich sagen, ja, einfach durchprügeln, R1-Spam ist schon sehr befriedigend. Ich würde sagen, ja genau, ich wollte mich mit den scheiß Idioten hier nicht anlegen. Und deshalb bin ich nie zu Dark Beast Pal. Und jetzt sind sie tot? Nochmal zwei Chunks, sehr schön. Dann gehe ich jetzt leveln. Und dann machen wir Dark Beast Pal. Beziehungsweise, ich mache hier nochmal so ein bisschen. Was haben wir gebraucht? 30.000, ne? Für ein Level 38.000? Irgendwie so. Ich habe das komplett vergessen. Bin ich ganz ehrlich. Am Anfang wollte ich nicht und dann habe ich es vergessen. Es sind garantiert nur irgendwie. Ja. Aber es lässt mir keine Ruhe, wenn ich Items liegen lasse. Leider tick ich so. Ja, ja, ja. Very well. Ja. Sieg, Sieg lässt, sag ich nur. Wie viel haben wir gebraucht? Einen mehr. Einen mehr. Gut, dann. Halt nett. Dark Beast Pal, ich müsste jetzt eigentlich dezent überlevelt sein.
dass es eigentlich geht. Aber es ist einer der schlimmsten Bosse, was die Kamera angeht. Deshalb, das und meine Performance bisher heute. Lässt mich jetzt nicht so sehr hoffen, aber okay. Blöde Hunde, wie ich Hunde in Videospielen hasse. Da ist mir der Troll tatsächlich liebe. Als einzelner Gegner am Ende. Die machen noch so ordentlich Schaden hier. Timber war auch kein Gegner. Deshalb, Timber ist okay. Ich habe noch nicht mal den ersten gesehen. Yes! Danke für den Drop! Also irgendwie liebt Miyazaki und seine Designer Gegner, dessen Brustkorb und Rippen zu einem Maul werden. Offenkundig. Ne, da liegt's und schläft. Ach ja. So, ich versuch's jetzt ohne Kamera. Lock on, weil. Ach so. So funktioniert das heute. Ja gut, wir sind jetzt halt überlevelt. Insofern ist okay. Wir müssen trotzdem hinkommen, dass wir zuschlagen können. Die Kamera! Kamera! Zum Kotzen! Jetzt stellt euch vor, ich wäre nicht so unnötig überlevelt, wie lang der Kampf gedauert hätte mit dieser Kamera. Ja, also, der Gaping Dragon, die Viecher, dieses merkwürdige Vieh, was in Bergenworth war. So. Jetzt kommen wir hier in Old Yharnam wieder raus. Jetzt haben wir auch einen Besuch, jemandem abzustatten. Gucken, wie wild das jetzt gegen dich ist. Okay, chill. Sehr chill. Die kleinen Wichser kommen jetzt. Oh, one hit. Oh, so befriedigend. So befriedigend.
So, weil wenn wir jetzt nämlich durch dieses Tor uns hier nach Oldianum reinschleichen. Schleichen. So. Hey, Bulldog. Greetings. Welcome, sir. Yes, I'm always bathed in the blood of my victims. It's the whole point of the game, yeah. How are you, my friend? How is your Easter Sunday? Schnell klettern, das wäre auch eine Option. Jetzt sollte er der uns nämlich eigentlich nicht mehr direkt auf die Mappe geben. Hallo? Well, well. How did you get in here? It's no matter. What brings you to Old Yharnam? I've no interest in matters further up. But you must not disturb this place. The beasts do not venture above, and mean no harm to anyone. If you still insist on hunting them, well, look, then thanks for saying hunt you first. You understand me? Spare the beasts. Very good. I no longer dream, but I was once a hunter too. There's nothing more horrific than a hunt. In case you fail to realize, the things you hunt, they're not beasts. They're people. I think this statement is for you, Bulldog. They're not beasts. It's time you got going. But first, a farewell gift. I have no use for it anyway. Be careful out there, Bulldog. What is it? Surely I need not repeat myself. Go, I say. You have the whole night to dream. Make the best of it. Danke. So, da wir versprochen haben, keine weiteren Biester zu töten, machen wir das auch mehr oder weniger. Und kämpfen uns nicht da oben lang, sondern laufen unten schnell zu der Laterne, wo wir herkamen. Fair ist fair. Auch wenn er uns das, was er uns da gegeben hat, ziemlich useless ist, aber ist egal. So, jetzt bin ich mit Vitality da, wo ich hin wollte. Jetzt machen wir noch Skill auf 30 und dann gehen wir mit Endurance und sowas wieder ein bisschen hoch. So, weil ich glaube, wir können wirklich nur... Ah, wir können den Rifle Speed jetzt kaufen, den Stake Driver können wir kaufen. Juckt mich nicht. Und, ich weiß gar nicht, die Repeater-Pistol war schon, ja.
Ja, Rope Molotov Cocktail ist vielleicht auch neu, das weiß ich nicht. Also alles nicht so grandios, dass es sich lohnt, aber besser als sich mit dem Idioten auf dem Dach anzulegen. Fünf. Wie viel brauchen wir? Reichen uns fünf? Ich hab's schon nicht mehr in Erinnerung. Oh, fünf oder sechs? Es reicht. Wunderbar, jetzt können wir plus 8. Plus 8 ist eine Ansage. Oh. Okay. Tempering Damp Blood. Physical Attack plus 12. Okay. Alles klar. Ist das Bolt Egg? Pff. Ja. Was kann unsere Pistole? Immer noch nichts Neues. Ist okay. Gut. Ja, machen wir das Gebiet da mal. Also ich habe jetzt nicht vor, den Boss zu machen heute zwangsläufig. Aber ich könnte wenigstens das Areal mal versuchen. Diese Caskets, diese Truhen sind echt hart. Mal gucken, wie die so, wie die mir auf die Mappe geben. Gegebenenfalls haben wir, wie gesagt, ja noch Nightmare Frontier und Kanehurst. Kanehurst Castle. Die Castle an sich ist nicht so schlimm. Ah, nice. So, reichen für dich jetzt zwei Schläge, bitte? Nein. Aber wenn ich's transform, eventuell... Okay, das Castle macht mich fertig. Ich mag das Level, nur der Boss ist zum Kotzen. Hier ist beides ganz gut. Nur habe ich, glaube ich, einfach nicht die Geduld, mich komplett bis zum Boss durchzukämpfen. Ich habe heute eh nicht so die Muße. Es läuft nicht so rund, wie ich das will. Und man merkt halt immer, wenn ich nicht so wirklich Nerv habe. Ne? Oh, okay. Okay. Warum auch immer. Ich muss nicht mehr Stamina haben, ich muss mir nur noch auf die Fresse geben können. Ja. Ich muss ein Typo-Command machen, aber anders als du denkst. Sucks to be you. Ja, ich glaube, dem geht's nicht gut.
So, die Hexe auf der Seite sollte weg sein. Ja. Dafür haben wir jetzt ganz andere Sorgen. Okay, wenn ich es krieg, bevor sie es rumdreht. Super. Ja, also irgendwas Unhöfliches würde ich sagen. Also Close to the Sun war ich tatsächlich am überlegen, ob ich es stream. Aber das ist so das Spiel, was mich tatsächlich ewig auf meiner Liste interessiert hat. Und jetzt ist es tatsächlich mal kostenlos. Oh, hallo. Da will jemand Streit. Ist okay. Können wir mal rein. Aber es ist halt doch zu viel Horror-Game, dass ich nicht weiß, ob ich das wirklich live machen mag. Aber das Sherlock Holmes Spiel, ja. Oh, da fällt mir was ein. Die Olle sollte ich wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob einer von euch da war, als ich Sherlock Holmes im Stream versucht habe. Ich weiß nicht, ob da einer von euch dabei war. Ich habe die Krise gekriegt. Ich hatte mich derbe auf... Das war damals nach Sinking City. Von denselben Machern. Und dann hatte ich ja Sinking City so gesuchtet und dachte, ah, cool, kann ich dann die Sherlock Holmes Spiele, die ich habe, spielen? Und ich habe es, glaube ich, nach einer Stunde oder so habe ich es aufgegeben, weil mich die Steuerung so genervt hat. Ja, das war nicht besonders spaßig. Und ich war dezent enttäuscht. Was echt schade ist, weil ich hatte mich so ein bisschen drauf gefreut. Noch ein Chunk. Sogar zwei. Das richtig gesehen habe. Zwei. Aber jetzt brauchen wir auch irgendwie 8 oder so, ne? Ja, natürlich. Ich logge mich da auch mindestens, also wenn ich, selbst wenn ich nichts zock, logge ich mich da mindestens einmal die Woche ein, weil wenn die Spiele verschenken, dann nehme ich die. Die meisten hatte ich halt dummerweise schon. So, wir kommen hier auch gleich zurück. Aber if this car is a rockin', nochmal 2 Chunks, sehr schön. Jetzt mal gucken, wie das ist, wenn ich... Ich mache ordentlich Schaden, dadurch, dass ich jetzt die +8-Waffe habe. Ist gut. Ist gut. Geht mir gut rein. Bin ich ganz ehrlich. Ja, ich habe schon viel zu viel bei Epic gekauft, so ist es nicht. Aber, wesentlich mehr habe ich da günstig abgegriffen. Hallo?
glaube, da hinten hat es auch eigentlich nichts, aber... ...1600. Ist okay. Ach, das ist nur noch das eine. Ich habe gedacht, da wären noch zwei. Okay. Hm. Verschwende der Pebble. Verschwende der Pebble. Pebble, Pebble. Die Dinge bin ich mir immer noch nicht so sicher, was sie bringen. Außer, dass ich Feuer fangen kann und potenziell Gegner Feuer fangen können. Aber, hm. Ja, nee, hat es tatsächlich nichts mehr. Quite thrilling war das mit den Pebbles. Da lag nichts auf dem Dach von dem Ding, ne? Nee. Haha! Ich würde gerne teabaggen können. Diese Drecksviecher. Gehe ich aber doch aus Prinzip da hinten nochmal schnell schauen, ob da irgendwie was lag. Ich glaube nicht. Aber. Ich will jetzt hier nicht was verpassen. Und sei es nur ein Nightmare oder sowas. Ich glaube. Ja, hat's nix. Nee. Na, hier in dem Hof waren wir schon. Aber bitte. Er zuckt noch. Das ist jetzt zum Beispiel dieses Areal. Wenn ich gut genug bin, ist das eigentlich auch eine Ecke, in der ich gerne gefarmt habe. Weil die Truhen, wenn man so ein bisschen Schaden macht, sind die akzeptabel zu killen. Von den Punkten, die man bekommt. Oh shit. Zu früh? Ja, zu früh. Shit. War zu ungeduldig. Shit, leer. Da wollte ich hin. Die Agro-Dogge. Da ist noch eine. Ja, bell du nur, das ist okay. Oh! Chunks? Zwei. 6 Stück, ich glaube, das reicht noch nicht, ne? Aber gut. Wenn der jetzt noch Chunks bewacht, wäre natürlich cool, wenn wir auf plus 9 kommen könnten. Wuhu! Jetzt schon eine plus 9 Waffe wäre echt schön. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel Chunks wir brauchen. Aber. Lasst uns mal das Vogelbad benutzen.
Erstmal kriegt die auf die Fresse hier. Dann du. Du sagst 8. Dann würde ich sagen, leveln wir auf, hä? Hier ist jetzt der eine Gegner, von dem ich nie, aber auch wirklich nie Seelen bekomme. Echoes. Der droppt einfach keine Souls. Echoes, was auch immer. Ich weiß nicht warum. Aber ist so. Ich liebe ja diese Wände. Das ist so geil hier. So gut. Ja, der gehört da schon dazu, aber da er nicht mehr respawnt, müsste er eigentlich dann, wie der da vorne, der gehört ja da genauso dazu. Der gibt welche, behaupte ich. Hier. Ich meine, das sind nur 380. Aber wenn ich das mal 380, wie oft ich hier durchgerannt bin, multipliziere, dann rechnet sich's. Ah! Dumm ist der, der Dummes tut. Oh shit. Manchmal bin ich Nexor um seine qualifizierten Bemerkungen echt dankbar. Jeder Chat braucht sowas. Schießt du hin? Schisch. Ja, musst du tatsächlich. Hab ich auch neulich festgestellt. Arcane Lake, okay. Die mag diese Ecke. Die ist ziemlich cool. Hock da, gechillt. Jetzt haben wir doch hier aber eigentlich, glaube ich, alles an Gegnern. Das ist gut.
War da auf dem Wagen eigentlich was? Ich hab's gerade geschaut. Madman's Knowledge. Yo. Benutzen wir eh nicht. Habe ich außer ganz am Anfang jemals ein Madman's Knowledge genutzt? Ich glaube nein. Hier hinten noch irgendwelche Items? Nee. Ich gucke jetzt mal noch kurz, ob auf der Kutsche da was liegt, aber ich denke nein. Aber wir schauen mal. Eigentlich kein Count, aber okay. Ist halt eine Abkürzung, das ist alles. Ach so, du hast sie benutzt, damit du Koop herrufen kannst. Ja, ich muss auch an Pompeii denken. Ich denke auch, dass das die Idee ist, nur halt statt einem Vulkanausbruch halt eher der Wahnsinn oder sowas. Der ist geholt hat und dann meinetwegen auch versteinert. Ja, Pompeii hat es bedingt selbst heraufbeschworen. Da fehlt ein Arm. Aber das ist nichts Neues bei denen. Du brauchst tatsächlich Insight, um den NPC zu holen? Okay. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich habe gedacht, das gilt nur für andere Spiele. First things first. Den Blood Rock dauert noch eine ganze Ecke, bis ich den bekomme. Aber geile Scheiße. Wuhu! Hab ich eine neue Rune? Nein. Yeah! Plus 9 Waffe. Hello? Welcome home, good hunter. What is it you desire? Very well, let me... Farewell, good hunter. May you find your worth in the waking world. Hmm.
Ich glaube, als der Helfende nicht. Aber ich kann es nicht genau sagen. Auf jeden Fall nicht genug Shit, dass wir 23.000 zusammenkriegen. Was ist denn eigentlich der alte Mann? Oh, Lawrence, what's taking you so long? I've grown too old for this. Of little use now, I'm afraid. Auch nicht so häufig, dass man denen im Schlaf reden hört. 23. Ey, wenn man die jetzt töten könnte, ne? Ich bin gerade so ein bisschen unsicher, was ich machen soll. Not really sure. Fuck off. Mache ich das Areal, um zu farmen? Oder gehe ich zum Boss? Oder beides? Oder was? Oder wie? Das heißt, ich mache jetzt einmal das Areal gründlich, damit ich die Level-Punkte habe. Wie viel habe ich gebraucht? 38? 3? Ich weiß es schon nicht mehr. Scheiße. Und dann nochmal, um zum Boss zu kommen.
Wenn das nicht so ein Act wäre, hätte ich ja gesagt, wir machen eine Dreier-Session, wo wir einfach mal ein bisschen die ollen Dungeons machen, aber will das wirklich jemand? Ne, komm da eh gleich nochmal zurück. Ich glaube schon, dass man drei Leute machen kann. Was ist mit dem Geisterschloss? Was habe ich verpasst? Bin mir ziemlich sicher, dass es zu dritt geht. Geht, glaube ich, auch zu dritt. Die Story. Aber. Warum bin ich da hochgeraten? Ist egal. Okay. Aber wenn man Co-op ein Level macht, kann man halt quasi invaded werden. Das ist in den Dungeons, glaube ich, nicht der Fall. Die Geräusche. Das ist ein guter Film, The Haunting. Ah! Hoho. Respekt! Okay. Ich muss Respekt bewahren. Ich darf da nicht durchpimmeln. One-Shot? War eine Ansage. Ich meine, das war auch eine Attack of Opportunity, weil ich gerade in meiner Attacke war, aber... Holla die Waldfee. Hunde! Oh, gut. Damit kann ich leben, dass die durch den Boden fallen. So kriegen wir auf jeden Fall genug Seelen zusammen. Echos zusammen, wenn ich es schaffen sollte, die wiederzuholen. Wenn nicht... RIP. Also sie liegen wenigstens da, das ist schon mal gut. Ja, Kanehurst ist dezent blutig. Das stimmt wohl. Ach. Ich wollte eigentlich jetzt noch nicht da hoch, aber...
Kann ich auch die zwei Affen hier mir holen? Ja, gerade wenn man die, diese Riesenzecken, die voll, eine von den vollgesaugten Riesenzecken erlegt, dann macht das schon eine Mordsauerei. Das ist wohl wahr. Das ist dann schon derbe. Flung. Komm mal hier ein bisschen näher, ich will nicht so nah an den Drecksviechern kämpfen. Danke. Hat einer von euch aufgepasst, wie viele Seelen ich für ein Level gebraucht habe? Echoes, was auch immer. Ja, ich denke auch. Kann ich mich an das reinschleichen? Ja, mache ich jetzt auch gleich noch. Die Werwölfe sind noch ein bisschen gechillter irgendwie. Die tun definitiv nicht so weh. Eigentlich mache ich immer alles, aber... Normalerweise mache ich die Werwölfe auch schon allein wegen der... potenziellen Drops für Chunks. Nur da das so gut lief, war es halt tatsächlich nicht ganz so nötig bisher. Also mit den Chunks lief gut. Hier raus, das ist ja, das kann man sich ja nicht angucken. Danke. Ja, ich finde es auch schön, dass das einfach jetzt links umgedrehte Werwölfe sind. Oh, wenn man sich nicht dumm anstellt, sind die gechillt. Na komm. Lassen sie nur noch Twin Shards fallen. Aber ich brauche sie jetzt auch nicht mehr. Ich liebe dieses Level. Ich würde es nur gerne mal bei Tag spielen. Bin ich ganz ehrlich. So bei Tageslicht wäre das schon interessant. Ah, das ist okay.
Wenn nur ich die Platin-Trophäe bekomme, ist das voll okay. Wir müssten es dann theoretisch dreimal machen, aber... Das will halt keiner. Und ich habe mich ja schon echt weit durchgeprügelt. Ja, Zoro will die Platin, aber er will nicht dreimal die Dungeons machen. Das ist das, was ich meine. Oder zweimal. Weil die Platin hätte ich auch gern, aber das ist mir einfach nicht weh. Nee, es gibt noch... Die fehlt mir. Es gibt noch eine Waffe, die ist in den Dungeons. Die fehlt mir. Und dann... Mir fehlen zwei Trophäen. Dann kriege ich die Platin, weil ich dann alle habe. Ich frage mich, warum das Bein aus dem Arsch kommt. Ist der so halb verdaut? Ja, ist egal. Ist egal. Ja. Ich finde es so cool, dass ich, wo ich es gebraucht habe, tatsächlich die Chunks bekommen habe und jetzt nur noch die Shards. Meine bisherige Erfahrung in dem Spiel, da ist es eigentlich immer andersrum gewesen. Aber es ist gut. Stone Shards. Du kannst alle anderen Waffen kaufen, ja. Beziehungsweise, die sind nicht so schwer zu organisieren. Also ich habe alle bis auf diese eine Waffe im Dungeon. Die vom letzten vorletzten Endgegner, je nachdem, wie man es spielt, die kann man nicht kaufen. Aber die hast du ja. Theoretisch. Und das war's. Halt, Moment. Wie viel geben die? Das ist es nicht wert. Ist den Stress nicht wert. Komm ich hier zurück? Ich habe es in die Richtung, glaube ich, noch nie benutzt, das Bad. Und DLC zählt nicht zu den Platin-Herausforderungen, insofern. Das hat eigene. Ich kann ja mal kurz gucken. Ja, DLC hat eigene
Aber da gibt es leider kein Platin. Und hier gibt's Platin, wenn man alles hat. Und dann alle Waffen, noch eine. Und ich glaube, das war's dann. Ja. Ja. Ich weiß bloß nicht, was die letzte ist. Wahrscheinlich besiege Queen Yharnam. Das ist so der letzte Gegner im Spiel. Warum bin ich eigentlich hier hin? Das ist jetzt auch nicht wirklich hilfreich. Aber okay. Kann ich den Schalter umlegen? Wie gesagt, ich mache mir eigentlich nicht viel aus Trophäen. Ich stress mich da nicht. Aber ich hätte halt bei diesem Spiel, weil es halt so dezent mein Lieblingsspiel ist, hätte ich sie irgendwie ganz gern. Aber es war mir einfach den unnötigen Stress bisher nicht wert. So gar nicht. Mit den Keys. Eine Sekunde. Lass mal kurz was gucken. Du kannst ja mal. Der letzte zusätzliche Key war. Rebuild 3 und was ist es? 6x groß V oder wie das Spiel heißt. Das müsste die aktuelle Liste sein. Guck da mal rein, ob das drin ist. Welcome home. What is it? Very well. Jetzt sind wir, glaube ich, wieder an demselben Punkt, wo ich sage. Ich brauche wieder 20.000, um 2.000. Das kriege ich hin. 2.000 kriege ich hin. Farewell. Ja, ist auch meine Empfehlung, ein Backup zu machen, damit du alle drei Enden haben kannst. Sell Items, weil das braucht man halt. Ohne das musst du es halt dreimal durchzocken. Ich glaube, für dich jetzt auch nicht so das große Problem. Aber es ist ja. Wäre ja unnötig. Wie viel haben wir jetzt gebraucht? Ich habe tatsächlich nicht aufgepasst. Welcome, what is it? Very well. Let me stand close. Now shut your eyes. Du meinst Yharnam Sunrise? Ah, nahezu Punktlandung, das ist okay. Farewell, good hunter. May. Versuch mal The One Reborn zu machen. Das wurde im Grunde. Das Ende nach der Wet Nurse. Nach dem. Wie heißt das im Deutschen? Nach Mergo. Sagen wir es so. Das Ende meinst du wahrscheinlich. Das gute Ende, würde ich jetzt fast sagen, aber. Keins der Enden ist gut.
Tschüss. Tschüss. Oder so. Mir ist auch gerade die Tage aufgefallen, dass mein Playthrough von Bloodborne, den ich hier angefangen hatte und dann tatsächlich kurz vor Ende des DLCs nie beendet habe, dass der tatsächlich ziemlich genau ein Jahr her ist. Mal gucken, diesmal habe ich vor, es schon zu beenden. So, ich weiß auch nicht, warum ich damals aufgehört habe. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich weiß nicht, was dazwischen kam. Ich könnte es nicht sagen. Ja, mein erstes Spiel, wo ich wirklich mir eine Platin erarbeitet hatte, war Sinking City. Erstes und einziges. Das will ich dieses Jahr auch nochmal spielen. Ich glaube, das kam im Mai raus. Da könnte man einfach das nochmal spielen, quasi so. Jubiläum. Ja, komm! Halt keinen Shooter auf der PlayStation spielen. Also noch weniger als andere Spiele. Das Einzige, was ich so ein bisschen Shooter-mäßig gemacht habe, ist Last of Us. Deshalb habe ich es aber auch nicht durch, weil es einfach nicht kann. Order 1816 oder wie auch immer. Und dann ein bisschen Overwatch. Aber da spiele ich D.Va, da muss ich nicht wirklich gut zählen können. Was lachst du, Natsuki? Ist doch so. Mit D.Va musst du nicht besonders gut zielen. Es ist einfach eine pure Gewöhnungssache. Ich denke, wenn ich immer nur Konsole gespielt hätte, wäre ich mit Maus und Tastatur auch nicht gut. Oder noch schlechter. Ja, ich meine, man muss ja schon irgendwie grob die Richtung haben, aber es ist für mich mit dem Controller machbar, sagen wir es einfach mal so. Jetzt hole ich mir den Werwolf aber aus Prinzip auch noch. Ich bin halt echt nicht gut, was Controller-Aiming angeht. Ist doch echt gar nicht gut. Also bei Horizon Zero Dawn habe ich mich gut genug dran gewöhnt. Dadurch, dass man Slow-Mo machen kann, konnte ich dann tatsächlich auch als was treffen. Aber ja. Licht.
Da freue ich mich ja auf den PC-Port. Also da bin ich ja mal überlegen, ob ich, wenn das rauskommt, es nicht auf dem PC streamen sollte. Ich könnte es natürlich auch einfach mal auf der PlayStation vorher fertig spielen. Das wäre natürlich auch eine Option. Aber jetzt wieder reinkommen auf der PlayStation ist echt schwierig. Weil ich so weit schon bin, dass es jetzt anspruchsvoll ist. Und ich es halt einfach nicht mehr kann. Ich habe gedacht, ich hätte genug Zeit, das zu dodgen. Aber nein. Ja. Versuchen wir es. Frage ist der Kinn? Oh, ja, ich denke schon. Ich weiß es nicht. Mich hat's verloren in dem Moment, wo ich wirklich alles auf der Karte aufgedeckt habe. Ich war wirklich überall. Ich habe fast alle Collectibles. Es gibt nur noch ein paar Sachen, die sind halt hinter Story versteckt. Da komme ich dann noch nicht ran. Und die Story war eigentlich auch ganz gut, aber irgendwann, ich weiß ja gar nicht, wie viele Stunden ich spiele. Ja, man sieht ja auf der PlayStation nicht, wie viele Stunden man gespielt hat. Versuchen wir es. Eine der besten Cutscenes im Spiel. Zu dir komme ich noch. Hexe. Oder zu euch. Auf der Switch hast du es. Tatsächlich. Nur auf der PlayStation, ne? Erklärst du gleich. In deinem Profil eigentlich. Ich kann mir vorstellen, wie gut es auch riechen muss. Ja, also es ist nicht super genau, aber es ist genauer als auf der PlayStation 4. Und je länger du ein Spiel gespielt hast, desto genauer ist diese Anzeige auch tatsächlich. Bitch, die. Hier, das ist so eine Hommage an Demon's Souls. Das ist einer der Bosse, die ich in Demon's Souls besiegt hatte. Ich glaube, Tower Knight hieße. Da hast du, statt zu Hexen, hast du zwar nur Archer gehabt, aber die Idee war dieselbe. So. Dass man da erstmal auf der Balustrade rumlaufen musste.
Das war schneller, als ich dachte. Oh, komm. Oh, die Beine blockieren mich. Er war stunlocked. Ich hätte mehr machen können. Aber gut. Ja, ich glaube, Bolt Paper war recht effektiv. Und eine plus 9 Waffe hilft natürlich auch. Das Gute ist, dass du in Dark Souls ja tatsächlich in deinem Profil nachschauen kannst, wie viel du gespielt hast. Insofern weiß es da wenigstens ganz genau, wenn du es wissen magst. Oh, shit. Oh, ich muss so... Oh, scheiße. Oh. Oh je. Oh, das nervt mich jetzt noch eine Stunde lang, glaube ich. Okay. Ja. 75.000, das ist ja schon mal was wert. Hallo? Very well, let me... So, wir haben jetzt 2 Stunden gespielt. Die Frage, versuche ich jetzt noch ein bisschen was zu erreichen? Oder? Evergarden. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber ja, dein Wunsch ist mir Befehl. Evergarden. Puzzles, okay. Kriegen wir hin? Schicke ich dir. Wenn du morgen immer noch keine Nachricht von mir hast, erinnere mich bitte doch mal dran. Ist nicht böse gemeint, aber ich kenne mich. Das ist doch ein guter Thumbnail, oder? Ich glaube ja. Inspect Mummy. Ich behaupte ja, dass das Mikolas Cage ist, aber man weiß es nicht so genau. So, sind wir wieder hier, aber im anderen Stockwerk. Hier hat es auch ein paar mehr Schüler, die aktiv spazieren gehen.
und andere Dinge machen. Hashtag Ejakulat. Das ist garstig, ey. Und gut laut. Sedatives. Stimmt, meine Quelle für Sedatives ist versiegt. Chunks. Who gives a fuck? Who needs chunks? Der Riese wird jetzt nochmal witzig, aber ich muss mich um ihn kümmern. Hallo? Ja, mach uns mal ein bisschen Platz hier. Oh. Ups. Deine Hände brennen, Meister. Oh! Ich habe nicht gedacht, dass er mich so... Oh, ich hänge auch fest. Das ist nicht gut. Wie ich die Riesen hasse. Egal welche. Aber ich muss die Kamera anlocken. Das geht so nicht. Ah. Das funktioniert nicht. Dann sehe ich zwar Grunde nur Beine, aber ich sterbe nicht. Nameless Moon Presence beckoned by Lawrence and his associates Pale Blood. Ja, guter Satz. Three third chords. Yep, wichtig. Wichtig. Wie viel haben wir eigentlich? Ich glaube, ich habe bisher nur eins. Oder? Ja, bisher nur ein Umbilical Cord. Mit den Umbilical Cords, das erklärt das Spiel nie, was man damit machen soll. Du kannst essen. Das kannst du machen. Beef Jerky und so. Ja, es, ich habe auch googeln müssen, was Umbilical Cord bedeutet. Ich habe es tatsächlich auch ein klein wenig bereut. Und erst recht, wenn man dann weiß, dass man sie essen kann. So. Nichts über mir. Gut. Es gibt tatsächlich aber statt dreien gibt es sogar... Ah, ich hab's Auge. Gibt sogar vier im Spiel versteckt. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, da unten waren wir ja schon. Müssen wir auch nicht nochmal hin.
Aber ja, ich meine, Nabelschnüre sind bekannt dafür, dass man sie isst, oder? Oder nicht? Ja, die geben Insight, aber es sind auch wichtig für die Enden des Spiels. Also, nicht wegwerfen, verkaufen oder was auch immer. Ja, wenn es um Plazenta geht, ist es ja der Endgegner vom DLC. Ah, da ist er. Kommst du jetzt hier runtergefallen, bitte? Also bei Plazenta weiß ich, dass das ab und an mal gegessen wird, warum auch immer. Aber Nabelschnur kannte ich jetzt so als Ritual nicht wirklich. So, jetzt haben wir fast alles, aber auch nur fast. Weil der Riese stand ja hier so ein bisschen im Weg. So, mit dir haben wir ja durch die Tür gesprochen. Oh, this cannot be. You cannot be. How did this come to pass? Now, wait just a moment. Do you think ill of me? Me? Oh, it pains me to hear it. You've made yourself a Miss Reckoning. I shared with you a thing most secret. Now, you're witness to a miracle, and all the stronger for it. It's plain as a pike staff. Now, say in my heart, you were as a lamb to my God. Well, you weren't to know, and it wasn't for you to know. All's well that ends well, I say. No matter. Such details are trifling. We're fine. Yeah, der Typ ist einfach eine Spinne. Let this express what words cannot. Oh, doubt me not, sweet compeer. What is friendship but a chance encounter? Lass ein Mann leben. Ah, well met. My apologies, but I feel a profound thought occurring on the good grace of a certain god and the way he meted out his love. Ja. Hat sie ja noch was? Außer ihm? Kann ich die Tür eigentlich hier aufmachen? Tatsache. Versteckt sich eh nicht mehr dahinter, insofern ist okay. Ich bin fertig mit ihm. So genau wollte ich es gar nicht wissen. So, und jetzt sind wir hier durch. Und jetzt fängt es an, nervig zu werden. Dieses Gebiet ist eins der nervigsten. Wegen meinem Lieblings... ich sollte es vielleicht ausrüsten, aus Prinzip. Wegen meinem Lieblings-Status-Effekt. Wo sind die fucking Sedatives?
Ich brauche Drogen. Da. Das machen wir auch heute nicht hier, das Gebiet. Also, no, sir. In dem Gebiet sind nochmal Spinnen und dann ist auch eigentlich durch mit Spinnen. Nur so als Vorwarnung. Ah, ich habe gedacht, ich könnte ihn stun locken, aber das geht scheinbar nicht. Fucking Würmer, ey. Ja, Frenzy. Mm. Ja. Zu, das ist das mit dem Turm, ja, genau. Hier, in diesem Turm da oben ist das Eye of Menzies. Und, sobald ich Blickkontakt herstellen kann, bekomme ich Frenzy. Und Frenzy ist scheiße. Hier, Frenzy. Die Quelle ist weg. Und die Statusbar füllt sich noch weiter. Wer macht sowas? Wer macht sowas? Ja, also ich bin der Meinung, in Bloodborne ist die Menge der Spinnen verhältnismäßig niedrig. Da gibt's Schlimmeres, aber ja, ich könnte auch drauf verzichten. Very well, let me. Definitiv. Ja, Frenzy zusammen mit Poison, generell harten Gegnern. Farewell, good hunter. May you find your worth in the waiting world. So, ich glaube, was haben wir jetzt? Wir haben 2,5 Stunden. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Kanehurst. Ob wir Kanehurst machen, bezweifle ich einfach mal. Aber, was ist denn's? Ja. Ich denke, das wär eigentlich akzeptabel, dass wir quasi Kanehurst nächste Woche machen. Ich kann ja mal gucken. Weil entweder mache ich jetzt eine Pause und dann zocken wir noch eine ganze Weile. Oder ich gehe halt nach Kanehurst und nach der Cutscene, wo wir da angekommen sind, beenden das für heute. Ich finde es so schön, wie dieses Dorf Hemwick Charnel Lane so anders aussieht bei Nacht. Es ist so geil, wenn es so komplett dunkel ist, sieht es wieder anders aus. Ich liebe es. Nicht so der Riesenunterschied. Aber man beachte, hier hat es keinen lila Himmel. Es ist nur noch eine Ecke dunkler, aber kein lila Himmel. Na, ich werde jetzt 10 Minuten höchstens und dann sind wir am Ende. Dann kommen wir in Kanehurst an. Ah, oh ja, stimmt, ich habe Insight. Jetzt seht ihr auch, was passiert, wenn man zu viel Insight hat. Ich habe 20. Dann tauchen nämlich diese Dreckskackviecher auf. Ich vergaß. Das sind die eigentlich auch bei der Hexe im Keller waren. Jetzt hauen wir die Olle hier schnell um. Ziehen das hier hinter.
Kommst du? Die sind echt eklig. Und die sind in den Dungeons ganz viel. Ich hasse sie. Die und ihre großen Schwestern oder sowas. Bäh. Bäh. Hallo? Hör auf. Komm mit. So, die einzige Hürde, jetzt noch nach Kanehurst zu kommen, sind die Hunde und die blöden Henker. Die Henker sind das größere Problem. Aha! Das sah gut aus, gemeinsam mit der Explosion. Shining Coins. Super. Nee, also ich könnte auch durchrennen, glaube ich. Aber ich traue mich nicht. Irgendwas hat sich selbst gekillt? Ja, sicher ist sicher. Ohoho! Plus 9 Waffe, Motherfucker! Ahaha! Okay, never mind. Pardon my French, aber das war einfach zu gut. So, ist das der Wegweiser? Ja. Jetzt misst mir so in der Katze die Hunde kommen und sie zerfleischen mich. Wo die herkommt, die kommt aus Kanehurst. Ist quasi so der Shuttle-Service nach Kanehurst. Schneelevel! So viel zu unseren Pferdis und dem Wagen und der Brücke. Das da hinten ist übrigens, man hat ja Kanehurst von dem Village aus gesehen, von dem Hemwick Charnel Lane. Und andersrum geht es quasi auch.
Sexy as fuck. I think so. Also ich behaupte, dass das da hinten so das Konglomerat der Gebäude von Charnel Lake ist. Ich weiß es nicht. Und das so ein bisschen die Kirchenteile von Yharnam. Aber so klar ist es natürlich jetzt auch nicht. So. Die Lampe ist an. Jetzt können wir uns mal hier im Vorgarten kurz umgucken. Ich bin mal gespannt. Mit einer +9-Waffe war ich, glaube ich, noch nett hier. Ich habe es immer fälschlicherweise früher gemacht. Numbing Mist. Ich hasse diese Viecher. Ich hasse sie. Oh, die tun immer noch ordentlich weh. Meine Fresse. Ja, also einfach zu killen sind sie immer noch nicht. Mit +9, aber... Ja. There. Okay. Ich denke, das ist okay für heute. Lassen wir es für heute dann gut sein. Ich meine, wir haben es 11, ist eigentlich eine ganz gute Zeit. Ich denke, es ist am cleversten, wenn ich das so mache. Ich weiß jetzt immer noch nicht so genau, was ich jetzt am Dienstag mache. Wahrscheinlich ist es PlayStation 1 Retro-Stream. Wenn mir nichts Besseres einfällt. Am Donnerstag geht's dann mit Hitman los. Sonntag wieder Bloodborne. Und dann schauen wir, dass wir die Woche drauf, Dienstag. Ich weiß gern, was das ist. Das ist ja dann schon so 22. oder sowas, keine Ahnung. Ob wir da vielleicht den Community-Stream mit den Quizzes machen können. Mal schauen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Passt auf euch auf. Gesundheitlich und mental. Wie heißt das schön? Don't you dare go hollow. Macht's gut.